Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuen Video. Heute geht es für uns an CS Laupen für zwei Prüfungen FM2. Das ist 80 cm, ist normal amizidmässig, wenn ich zwei Phasen. Und am Ende geht es noch ein CS Laupen für zwei Prüfungen B90. Und gestern hatte ich leider so ein bisschen Stress, weil ich den ganzen Tag in Amarsch war am CC, um zu fotografieren. Deswegen nehme ich euch erst am Put mit. Was habe ich gestern schon gemacht? Ich bin mit dem Levin noch kurz ausgeweitet, habe ihm die Beine gewaschen. Also nicht so fest wie in der Sauer, einfach ein bisschen mit Wasser und die weißen Stellen mit Schimmershampoo. Schäufchen gewaschen, habe Hufffäden, die Stollenlöcher geputzt. Und habe noch ein bisschen Magnetfäden drauf. Jetzt ist es relativ früh morgen, wo ich gestern mal nicht mehr ganz fertig bin, damit einpacken, aber dann war echt müde und wirklich ins Bett haben wollte. Und dann habe ich gesagt, ich mache es heute Morgen fertig. Und also das meiste ist eigentlich schon eingeladen, dass ich noch so ein paar kleine Sachen fertig mache. Und dann geht es eigentlich schon los. Die Prüfung fällt um 8 Uhr an. Es hat so viele Startende in der Freeberger-Prüfung, wie ich glaube noch nie gesehen habe. In der FM2 sind irgendwie 67 und in der FM1 13, in der FM3 auch noch 4. Es sind wirklich, wirklich viele. Aber wir machen das Beste daraus. Das Ziel wäre eigentlich schon so, eine Klassierung sollte glaube drin liegen, so mit unseren Leistungen dieses Jahr und wieder halt läuft und so. Aber wir lassen uns überraschen, wenn ich wieder irgendeinen Quark zusammenreite und eine Stange habe, dann funktioniert es natürlich nicht. Aber wir lassen uns überraschen. Und ich wünsche euch jetzt viel Spass bei diesem Video. Auf dem vierten Platz, Tamara Faber mit Living CH.
so, ihr habt jetzt die zwei Umgänge vom Samstag gesehen. Mittlerweile ist schon Montagmorgen. Und ich habe schon wieder die Sache im Anhänger gekommen. Und jetzt möchte ich noch kurz etwas sagen zu diesen zwei Umgängen. Ja, wie ihr gesehen habt, ist es sehr, sehr gut gegangen. Ich hatte zwei Monate und bin zweimal weit vorne klassiert. Also im ersten Umgang 67 am Start und im zweiten 65. Und im ersten Umgang, habt ihr gesehen, ich auf die Britannierrunde dürfen, bin ich viert worden. Im zweiten Umgang durfte ich knapp nicht, dürfen, weil die ersten 5 Britten waren und ich bin 6 geworden. Und ja, was ihr jetzt nicht so gesehen habt, ist, zwischen den Umgängen hatte ich noch ein Eis abgehauen. Das war kurz ein bisschen stressig, das Eis zu suchen. Dann ist es abgewartet auf der Jury, dann musste ich holen, den Schmied suchen. Das ist wieder wieder drauf da, aber dann war wieder alles gut gewesen. Also kein Problem. Im zweiten Umgang hatte ich dann auch gesehen, dass ich auch wieder 0 hatte. Da hat es dann mega fest geluftet und der Lemmy hasst die Winde eigentlich sehr. Und ich habe immer mega Angst, was sich alles bewegt. Das hat man so bei den ersten paar Sprüngen so ein bisschen gesehen. Aber dann, desto länger der Berg ist gegangen, desto mehr hat er wieder davon vertrauen und ist gut vorwärts gegangen. Auch wenn das Hint oder andere ein Büschel auf uns draufgefallen ist, aber es ist super gegangen und ich bin sehr, sehr zufrieden. Heute geht es ja 9 auf Laufen für eine Prüfung BR90 und eine BR95 2 Phasen. Ja, nach den Erfolgen am Samstag ist das Ziel eigentlich heute 1-0 Fehlerrunde drehen. Und da, ja, wenn es zweimal Fehler gibt, solange es nicht wirklich grobe Fehler sind, bin ich eigentlich zufrieden. Ich möchte eigentlich 2 schöne Runden drehen. Wenn natürlich eines klassiert wäre, umso schöner, aber muss nicht sein. Und ja, jetzt will ich ihn noch waschen. Schnell ein bisschen putzen, dann kommt ein Magnetfettchen drauf. Und dann geht es schon bald los. Wir gehen ein bisschen früher, da ich noch Pferdeprofi Schweiz am Sponsorapparat auch wieder vertreten und wir noch ein bisschen die Prüfung vorher schauen wollen. Wo seit Corona vorbei ist, kann man wieder ein bisschen Turnier schauen und muss nicht gehen gleich heim oder darf erst mega spät kommen. Und deswegen gehen wir ein bisschen früher, aber jetzt zuerst mal waschen und putzen.